Hallo und herzlich willkommen hier bei The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Nach der ersten Partie gegen Legitor spiele ich jetzt in meiner Reihe Let's Play Schach gegen Abonnenten die zweite Partie und diese mit Weiß. Ich fordere ihn jetzt hier raus auf Lichess und hoffe, dass er da ist, denn ich habe eine kurze Pause gemacht. So, mit Weiß hier. Zack. Hoffentlich ist er da, nimmt die Partie an. Ja. Zuverlässiger Mann. Sehr schön, jetzt gebe ich ihm erstmal Zeit dazu. Dass er 10 Minuten hat, plus 5 Sekunden Zeit, gut Schrift für jeden Zug. Wir beginnen mit E4, gehen mal in den Chat, sagen Have fun, good luck. C5, komm, lassen wir uns auf, auf den offenen Sizilianer ein, mal schauen, welchen Sizilianer er spielt. Er spielt D6, D4, Springer schlicht D4, Springer F6 jetzt wahrscheinlich, Springer C3 und jetzt sind wir gespannt, Neidorf spielt. Okay, Neidorf wird durch A6 charakterisiert. Mal gucken, ob er die Theorie kennt. Ich spiele jetzt mal richtig krasse Theorie mit Läufer G5. In Turnierschach spiele ich das schon lange nicht mehr. Springer BD7. Ugh. Ich kenne das gar nicht so gut. Was macht man hier eigentlich? Spielt man F4 hier auch? So wie nach E6? Meine Güte, ich habe schon bereut, dass ich Läufer G5 gemacht habe. Macht man hier F4 oder Dame E2 zuerst? Ich weiß es nicht. Mach mal F4. Springer BD7 ist so neumodischer Kram irgendwie. E6, so. Dame E2 oder Dame F3? E6, spielt man hier wirklich E6? Komm, Dame E2. Lange Rochade. Machen wir das mal. H6. Wenn ich jetzt Läufer H4 spiele, kann er dann auf E4 nehmen? Läufer D8, nee, Quatsch, kann er nicht. Was erzähl ich denn da? Läufer H4, ne? Oder? Geht es hier um schnelle Entwicklung? Läufer F6, Springer F6, lange Rochade. Komm, schnelle Entwicklung. Ich nehme, wenn er mit der Dame... Oh, er kann auch mit der Dame nehmen. Läufer H4, komm. Er kann nicht nehmen, Läufer D8. Läufer F6, Dame F6 gefiel mir nicht, wegen... Jetzt greift er meinen Springer auf D4 an, aber jetzt kann ich lang ruchieren, das ist ja die Idee, und decke den Springer mit dem Turm. Frag mich aber nicht, was hier die Theorie ist. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Es gibt natürlich durch die Dame auf E2 verschiedene taktische Motive. Was ist mit E5 jetzt hier? Das sieht sehr stark aus, oder? E5, schlägt, schlägt, Springer muss weg. Aber wohin? Komm, machen wir das mal. Sehr taktisch. Ich finde den Zug E5 sehr logisch. Ich bin mir nicht sicher, ob Läufer E7 Theorie ist. Das ist Dame B6, Läufer E7. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, mich erinnern zu können, dass man den Läufer eher über G6 entwickelt. Irgendwas mit G6, Läufer G7. Ah, ich weiß es nicht. Ehrlich, Leute. Ich kenne die Theorie hier gar nicht. Okay, aber das sieht schlecht aus jetzt. Weil ich einfach auf D5 nehme, greift die Dame an. Und dann schlage ich auf E7 und der König steht auf E7 plötzlich. Ugh, das sieht nicht gut aus. Das kann es nicht sein. Greift die Dame an, deswegen er muss zurückschlagen jetzt. Und jetzt kann ich aber den Läufer auf E7 schlagen. Ich kann auch E6 machen. Läufer schlicht E4, nimm auf D7, König schlicht D7. Dame G4, Schach. Der Läufer ist weg. Moment, E6 schlägt, schlägt Schach. König D7. Okay, er kann nicht auf F4 nehmen. E6. F schlägt E6. Springer schlägt E6. Droht auf G7 zu nehmen. Ja, sieht alles sehr verführerisch aus. Läufer schlägt E7, König schlägt E7, Springer F5, Schach, König F8. Sieht auch gut aus. Aber E6 sieht noch besser aus. E6. Er kann nicht auf H4 nehmen. Wegen Läufer, wegen ED7, König D7, Dame G4, Schach und da H4 hängt. E6. Kann natürlich Springer F6 spielen oder sowas. Stimmt.
Ich fange schon wieder an, viel zu rechnen. E6. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Springer F6 auch, ne? E schlägt F7, König schlägt F7. Ist nicht so schlimm. Komm, wir nehmen auf E7. Der König steht schlecht hier. Ich habe den Läufer nicht im Spiel. Das ist ein bisschen nervig. Ich könnte einen Bauern gewinnen mit Springer F5, Schach, König F8, Turm schlägt D5. Da sieht alles so gut aus. Alles so verführerisch gut. Komm, Springer F5 Schach. Ist logisch. Warum? Ganz einfach. Weil der König zurück muss und der Turm dann auf A8 nicht mehr so richtig mitspielt. Er kann nur nach F8 zurück. Komm, gönnen wir uns den Bauern hier. Nicht, dass ich irgendwas einstelle. Es sind zu viele ungedeckte Figuren. Man muss aufpassen hier. Oder ich spiele G4, decke den Springer und spiele dann Läufer G2. Oder G3. Ich meine, der Bauer läuft mir sowieso nicht weg, oder? Komm, G3 erstmal. Ah, mit der Idee Läufer G2. Jetzt ist der Springer hier ungedeckt. Na, jetzt fängt er an, schnell zu spielen. Warum auch nicht? Komm rein mit dem Springer hier. Die Stellung ist nicht ungefährlich. Okay, ich will mich zu Ende entwickeln. Läufer G2, Turm F1, Druck gegen F7 machen, Druck gegen D5 machen. Ich habe schon nur noch 1,49 auf der Uhr. Das ist immer meine Tendenz, immer zu viel zu rechnen. Springer A4 würde hier matt drohen. Kann ich mit C3 abwehren? Okay, Läufer G2, ich greife den an. Entwickle einfach weiter meine Figuren. Ich habe einen schönen Springer auf D6. Sein König steht schlecht hier. Ich muss besser stehen hier. Eine Idee, Springer A4 hier. Die ist ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht sollte ich B3 spielen. Mein König steht halt hier so ein bisschen offen. Turm F1 ist einer der nächsten Züge. Er macht den, er deckt den Bauern, ne? Okay. Droht aber jetzt nichts, ne? Springer B3, Springer D3 ist alles gedeckt. Turm F1 erstmal. Droht eventuell auf F7 zu hacken. Dame F2 ist auch eine weite. Dame F2 ist eine starke Idee, vermute ich mal. Mit der Idee auf F7 zu nehmen. Das ist hier, ich mache Druck gegen die beiden Bauern. Er spielt ein bisschen schnell, finde ich, jetzt hier. Riskiert dadurch natürlich einiges. Okay, diese Schachs hier gehen nicht. Dame F2 droht auf F7. Ja, deckt damit Turm A7 dann plötzlich ab. Dame F3 ist vielleicht ein bisschen genauer. Nee, ist auch nicht genauer. Was ist mit Springer schlägt F7, Läufer schlägt F7? Läufer schlägt D5. Hey! Geile Kombo. Springer F7, Läufer F7, Läufer schlägt D5. Gewinnt sofort. Schlagzüge berechnen. Ich sag's immer allen anderen. Muss ich auch mal für mich mal machen. Springer schlägt F7, Läufer schlägt F7, Läufer schlägt D5. Der Läufer ist ja gefesselt auf F7. Die Dame ist angegriffen, der Läufer ist angegriffen. Springer D3, Schach, Turm schlägt D3, Springer B3, A schlägt B3. Alles klar, machen wir. Ein Tropfen Wasser auf die Brille gefallen, auch nicht schlecht. Diese Schmierflecken. Naja, Dame E8 zurück. So, jetzt hängt hier alles, ne? Ich hätte gerade beinahe einen Mausslip gerade gehabt. Gut, die Dame ist angegriffen. Ich drohe auch einen Abzug. Oh. Da geht aber einiges verloren. Nämlich hier der Springer noch. So. Ich brauche echt ein Mauspad.
Fällt mir auf. Gut, die Stellung ist natürlich jetzt total gewonnen für mich. Und wird auch gleich vorbei sein. Ich will jetzt hier matt setzen. Hier droht matt, er muss Turm G8 spielen. Oder er kann auch einen Schach geben, König E2, ist alles kein Problem. Okay, dann gehe ich zurück. Bitte den Turmtausch an. Ja, warum habe ich gewonnen? Das können wir uns gleich mal anschauen. Ich bin mal gespannt, wie die Theorie dazu ist. Das gucken wir uns gleich mal im. Oh, Turm F6 geht noch. Shit. Hab halt riesigen Materialvorteil. Dame plus zwei Bauern gegen Turm. Das ist natürlich. Total gewonnen. Das Einzige, was jetzt hier noch passieren kann, ist ein Mausslip. Um mich vom Sieg abzuhalten. Neidorf-Variante war das der sizilianischen Verteidigung. Sehr theorielastig und sehr taktisch. Hier muss man wirklich ein bisschen was kennen. Ich kannte die Variante zwar nicht so gut. Ich habe die natürlich schon mal gesehen und ich habe auch auf meinem YouTube-Kanal eine Partie analysiert mit dieser Variante. Und zwar, ich glaube, Johann Sebastian Christiansen gegen Radoslav Wojtaszek. Das ist aber schon eine Weile her. Letztes Jahr, 2019 war das. Beim Weltcup? Ich glaube beim Weltcup. Und das war genau die Variante mit. Also Läufer G5, Springer BD7. Und dann bin ich mir nicht mehr sicher, ob es mit F4 weitergeht oder Dame E2. Aber ich kann mich an die Partie erinnern. So, hier jetzt. Er hätte sich vorher mehr Zeit nehmen sollen, nicht jetzt. Jetzt ist es halt vorbei. Es gibt hier keine Verteidigung mehr. Was er machen kann, ist König G8 vielleicht, aber dann kommt Turm D8. König F7, Dame D5 Schach, König schlägt E7, Dame D7 Schachmatt. Das ist eine Variante, die ich berechnet habe. Turm F7 kommt Turm D8. Turm D8 ist sowieso jetzt der nächste Zug. So, ich hoffe, er lässt jetzt nicht einfach die Zeit ablaufen. Sinnlos, sondern macht auch mal einen Zug. Turm F7, wie gesagt, Turm D8. Ist sofort vorbei. Turm D8 ist sowieso der nächste Zug, wie gesagt. Also egal, was er macht, ne? König G8. Es gibt keine anderen Züge, ne? Das ist alles. Turm F8, den kann ich nehmen. Es wird Zeit, matt zu setzen. Hier auf den Punkt. Beziehungsweise ihn zu zwingen, seinen Turm passiv auf G8 aufzustellen. Ich drohe matt. Er gibt noch einen Schach. Und das ist matt. GG. So, gehen wir mal in die Analyse. Ja. Das ist eine sehr interessante Variante. Also erstmal Neidorf-Variante hier nach A6.
Läufer G5 ist eine der Hauptvarianten. So, Springer BD7, was ist hier laut Buch die Theorie? Läufer C4 ist der Hauptzug. F4 ist der zweite Zug. Den habe ich gemacht. F4. E6, ja, E6 ist schon eher selten. Ich kann mit Dame F3 in die Hauptvariante einlenken, fällt mir gerade auf. Dame E2, H6, Läufer H4, da gibt es noch Partien zu. Jetzt hat er Dame B6 gemacht und das gibt es schon nicht mehr. Also er ist von der Theorie abgewichen. Dame C7 gibt es hier oder E5. Na, E5 punktet sogar extrem gut für Schwarz. Na, E5 punktet extrem gut. E5, FE5, DE5, Springer F5. Ich meine, ich habe das auch irgendwo schon mal gesehen. Ja, wobei die Engine sagt, Weiß steht hier besser. Ich finde auch, der Springer steht hier bombig auf F5. Aber gut. Wir machen jetzt kein theoretisches Geplänkel draus. Dame B6, lang Rochade. Und hier stehe ich schon plus 1,9 in der Stellung. Wow. Das ist heftig. 1,9 bedeutet, dass ich einen riesigen Vorteil habe. Ich vermute mal, das liegt daran, dass Weiß einfach viel mehr Figuren im Spiel hat. Ja. Und Läufer E7, E5, habe ich richtig gesehen. Das ist ein Problem. Und er hätte nach G8 zurückgehen müssen. Und dann habe ich Läufer F2 geplant, genau. Und hier ist das Problem aber für Schwarz. Guckt euch mal das an hier, ne? Er ist mega unterentwickelt und kriegt den Springer nicht raus vernünftig hier. Weil die ganzen Felder hier besetzt sind oder von mir kontrolliert. Der ist noch schlechter, ne? Hier habe ich viel zu lange nachgedacht für den simplen Zug Läufer schlägt E7. Tatsächlich mache ich wieder den besten Zug hier. G4, nicht G3. G4 ist noch besser als G3. Egal. G3. Und jetzt Springer D6. Ja, ihr seht das aber. Ich habe großen Vorteil hier. Riesigen Vorteil. Und jetzt drohe ich wirklich Springer schlägt D7, Neps Läufer schlägt D5. Und ich habe lange gebraucht, das zu sehen. Der Computer möchte, dass ich sogar Turm schlägt F7 mache. Was ist das denn? Ich weiß, warum er das vorschlägt. Turm schlägt F7, Läufer schlägt F7. Oh, Dame F2. Droht Matt auf F7. Ja, Turm F7 habe ich überhaupt nicht in Betracht gezogen. Und Turm A7 kommt, Läufer schlägt D5. Okay, ja. Ähnliche Idee. Ja, aber gut, Turm schlägt F7 ist so ein bisschen für die Galerie. Hätte ich den gemacht, hätte er wahrscheinlich gesagt, dass ich cheate. Ich habe Springer schlägt F7 irgendwann gesehen. Läufer F7 ist ein Fehler. Er muss einfach rau wegziehen, ne? Gut, dann gewinne ich halt noch die Qualität da hinten auf H8 und stehe halt auf Gewinn. Ich meine, die Stellung ist eh gewonnen. Läufer F7, Läufer D5. Ich habe ein bisschen gebraucht, um die Kombi zu sehen, ne? Ich wollte zuerst Dame F2 machen, aber guter Tipp nochmal, denkt an die Schlagzüge. Versucht schnell die Schlagzüge durchzurechnen. Und dadurch bin ich auch oft darauf gekommen. Springer schlägt F7 kam dann irgendwann in meinem Sinn, weil es ein Schlagzug ist. So, ab hier ist es halt trivial, ne? Es ist halt, ich gewinne noch eine Figur durch diesen Doppelangriff hier. Das ist aber relativ einfach zu sehen. Und der Rest ist halt so, okay, Matt setzen halt, ne? So, hier war es vorbei halt, ne? Es geht nicht mehr. Wenn er Turm F7 macht, kommt halt Turm D8 und er kann zwar hier nehmen, aber ich kann einfach den Turm nehmen hier, ne? Der Turm ist gefesselt. Oder König G8, das war auch noch eine schöne Variante. König G8, Turm D8, König F7, das war noch eine schöne Variante. Dame D5 Schach. Und wenn der König jetzt hier nimmt, dann ist es matt auf D7. Das hatte ich berechnet auch. Und wenn der König wegläuft, dann nehme ich halt den Turm hier und hab halt massig Material mehr. Gut, der Rest war einfach bis zum Ende. Und war matt. So, vielen Dank an Legitor für die beiden Partien. Ich hoffe, die haben ihm trotzdem Spaß gemacht, auch wenn er beide verloren hat. Es ist auch so, dass die Leute sich bei mir melden und ich die deswegen frage. Ich frage ihn jetzt nicht zufällig, sondern er hat sich bei mir gemeldet halt. Und falls ihr Interesse habt, gegen mich in meiner Reihe Let's Play Schach gegen meinen Abonnenten zu spielen, könnt ihr euch melden, am besten über LeeChess mit einer privaten Nachricht. Und dann nehme ich euch auf die Liste auf und frage euch dann vielleicht irgendwann mal, ob ihr Bock habt zu spielen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder bald wieder hier auf The Big Rig.